Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 5 und rufe auf den Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten und Eilentscheidungen. Die Fraktion der SPD hatte gebeten um Berichterstattung zum Verbrennen und zur Verordnung über die Entsorgung pflanzlicher Gartenabfälle. Das haben wir ausdrücklich jetzt in diesen Berichten mit inbegriffen und ich bitte Herrn Landrat Ulrich dazu, das Wort zu nehmen und dazu zu berichten. Vielen Dank. Das wäre nicht so der Beste, wenn Sie gestatten, würde ich gerne sitzen können. Ja, und gern das trotzdem alle gut verstehen. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreisräte, sehr geehrte Gäste und Vertreter der Presse. Mit der Wahl des Ministerpräsidenten am vergangenen Montag im Landtag von Sachsen-Anhalt wurde, das wissen Sie, auch der Weg für eine neue Landesregierung frei und damit auch Klarheit darüber geschaffen, wer künftig welches Ministerium anführt. Für den Burgenlandkreis bedeutet das, dass nunmehr mit den neuen Ministern und auch Staatssekretären der Ministerien Gespräche geführt werden müssen, können und müssen, um unsere Probleme zu artikulieren und um Unterstützung zu werben. Und dazu gehören meines Erachtens unter anderem folgende Gespräche. Ein Gespräch mit dem neuen Bildungsminister zur Zukunft der Förderschulen Hohenmölzen und Naumburg im Burgenlandkreis sowie zur Unterstützung unseres kommunalen Bildungsmanagements. Gespräche mit dem Wirtschaftsminister zum Strukturwandel im Burgenlandkreis hinsichtlich Braunkohle, wenn ich das, und zum Umstieg zur stofflichen Verwertung der Braunkohle sowie zur Breitbanderschließung im Burgenlandkreis. Gespräche mit dem Chef der Staatskanzlei zur Unterstützung einer möglichen Landesausstellung 2022 in Weißenfels zu Heinrich Schütz und der mitteldeutschen Barockmusik. Gespräche mit dem Verkehrsminister zum Zustand der Landesstraßen im Burgenlandkreis, vor allen Dingen mit länderübergreifender Verkehrsbedeutung an den Landesgrenzen, zur Planungssicherheit für die Regionalplanung als Voraussetzung für die Fortsetzung des Bergbaus, sowie Gespräche mit der Umweltministerin zum Strukturwandel im Burgenlandkreis und zum Umstieg zur stofflichen Verwertung der Braunkohle sowie zur Idee einer ökologischen Energieregion Burgenlandkreis. Zuletzt komme ich gleich. Der von den Landesverbänden der CDU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen beschlossene Koalitionsvertrag für die 7. Wahlperiode enthält aus meiner Sicht ein klares Bekenntnis zur kommunalen Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt und es gibt konkrete Festlegungen für eine deutlich verbesserte Finanzausstattung. Darüber hinaus finden sich aber auch in anderen Themenbereichen zahlreiche politische Vorgaben, die für den Burgenlandkreis von Bedeutung sind. Und deshalb möchte ich Ihnen mit meinem Bericht heute auch eine vom Landkreistag erstellte ausführliche Auswertung des Koalitionsvertrages zu allen kreisrelevanten Aussagen und Zielsetzungen vorstellen. Das wird gerade noch gedruckt, das ist gerade wirklich eben erst fertig geworden und wird Ihnen dann in der Pause zur Verfügung gestellt. In dem Koalitionsvertrag sind wichtige Positionen der Landkreise an die neue Landesregierung aufgenommen worden, wie die folgende Aufzählung beispielhaft deutlich macht. Neben dem Bekenntnis zur kommunalen Selbstverwaltung und damit zum Grundsatz der Subsidiarität, vor allen Dingen die deutlich verbesserte kommunale Finanzausstattung mit einer Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, zum Beispiel auch mit der Streichung der sogenannten Benchmarks, des gekürzten Tilgungsanteils und der Anrechnung der kommunalen Entlastung des Bundes, die Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die grundlegende Überprüfung des Kinderförderungsgesetzes, die für uns im Landkreis sehr wichtig Bereitstellung von Landesmitteln für Krankenhausinvestitionen, die Stabilität bei der Schulstruktur, die Unterstützung kommunaler Bildungslandschaften, der stärkere Ausbau von Glasfasernetzen, das Bekenntnis zur kommunalen Entsorgungsverantwortung mit Blick auf das vom Bund geplante Wertstoffgesetz und so weiter. Allerdings stehen ja viele dieser guten Sachen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Angesichts der bereits aufbrechenden Diskussion über die Frage, ob überhaupt der erste Schritt, die Verbesserung der kommunalen Haushaltslage, finanzierbar ist, bleibt abzuwarten, wo tatsächlich auch die erklärten Absichten in die Tat umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, aus dem Bereich des Wirtschaftsamtes möchte ich Ihnen heute etwas ausführlicher Themen näherbringen, die die europäische Metropolregion Mitteldeutschland betreffen. Zunächst ein Thema, das
möglicherweise auch besser geeignet wäre unter dem Tagesordnungspunkt des Strukturwandels im Bereich der Braunkohle platziert zu werden, aber es gehört letztlich zur Metropolregion. Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland hat auf den Vorschlag des Burgenlandkreises hin das Thema Zukunft des mitteldeutschen Braunkohlereviers aufgegriffen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Standortentwicklung wurde eine länderübergreifende Projektgruppe zu diesem Thema eingerichtet. Die Leitung dieser Projektgruppe soll in Doppelspitze mit Herrn Professor Dr. Bergner, das ist der Leiter der regionalen Planungsstelle des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen, und einem Vertreter der IHK Halle Dessau besetzt werden. Ziel der Projektgruppe ist vor allem die Ausrichtung des mitteldeutschen Braunkohlereviers in der Energiewende, die Generierung von Bundes- und Landesmitteln zur Durchführung innovativer Projekte der stofflichen Braunkohlenutzung als Ausgleich für den Arbeitsplatzabbau durch den Rückgang der energetischen Nutzung sowie die Begleitung des Strukturwandels. Der Projektgruppe werden ständige Mitglieder der Landkreise Leipzig, des Saalekreises und des Burgenlandkreises sowie die MIPRAG angehören. Die Gruppe ist aber für weitere interessierte Teilnehmer offen. Weitere Aktivitäten im Rahmen dieser EMMD, also Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland. Im Rahmen der weiteren Arbeitsgruppen der Metropolregion wird auf unseren Antrag hin, also auf Antrag des Burgenlandkreises hin, an einem einheitlichen und länderübergreifenden Netzplan des mitteldeutschen S-Bahn-Angebotes und des Regionalbahnnetzes gearbeitet. Es geht also darum, dass wir in den Städten, von denen aus der Burgenlandkreis, Weißenfels, Zeitz, Naumburg, Bad Kösen mit dem Schienenpersonennahverkehr erreichbar ist, dass diese Städte und die Erreichbarkeit auch in den Netzplänen der großen Städte dargestellt sind. Leipzig, Halle, Erfurt, Jena, dass man also dort erfährt, wie einfach es ist, zu uns zu kommen, einmal im Hinblick auf mögliche Ausflügler, aber natürlich auch im Hinblick auf vielleicht in den nächsten Jahren besser einsetzende Überlegungen, wenn die Oberzentren noch teurer werden, sich dann vielleicht einen Wohnort hier bei uns im ländlichen Raum zu suchen. Auf der bedeutendsten Messe für Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien der Expo Real vom 4. bis 6. Oktober in München wird die Europäische Metropolregion sich erstmalig unter eigenem Namen präsentieren. Und gemeinsam mit dem Saalekreis haben wir dort auch eine Informationssäule und einen sozusagen Werbestandort zur stärkeren Vermarktung des Industrieparks Zeitz und von Gewerbeflächen angemeldet. Die Geschäftsführung der Metropolregion arbeitet derzeit außerdem an einer Kennzeichnung des Metropolregiongebietes entlang der Autobahnen oberhalb der braunen touristischen Hinweistafel. Da gibt es doch diese großen Schilder, das Hamburger Dom oder die Arche oder Heinrich Schütz steht auf der A38 auf diesen braunen Schildern als Beispiel. Leider haben die Genehmigungsbehörden der drei mitteldeutschen Bundesländer dies bisher abgelehnt, obwohl im Freistaat Bayern und jetzt auch im Land Hessen eine Kennzeichnung in Verbindung mit den touristischen Hinweistafeln erfolgt ist. Seitens des Burgenlandkreises gibt es außerdem Bestrebungen, die Saale-Unstrut-Region und andere touristische Destinationen innerhalb der Metropolregion über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter zu machen. Auf Anregung des Burgenlandkreises soll innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Kultur und Tourismus eine Projektgruppe entstehen, deren Mitglieder gemeinsam europäische Quellmärkte bearbeiten und eine europäische Messe oder europäische Messen in diesen Quellmärkten besuchen. Der Saale-Unstrut-Tourismus hat dazu bereits ein erstes Konzept erarbeitet, wie touristische Quellmärkte in den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz erschlossen werden können. Als mögliche Maßnahmen im Jahr 2017 werden darin die Übersetzung der Homepage des Saale-Unstrut-Tourismus, Online-Marketing-Kampagnen und eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Zentrale für Tourismus in den Niederlanden genannt. Den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Kultur und Tourismus ist dieses Konzept zugegangen, sodass sich jetzt jene Mitglieder melden können, die an einer gemeinsamen Erschließung dieser internationalen Quellmärkte interessiert sind. So viel zur Metropolregion. Gemeinsam mit Wirtschaftsamtsleiter Thomas Böhm und mit dem Geschäftsführer der Burgenland Energie GmbH und Stadtwerke Zeitz, Andreas Huke, war ich Ende März 2016 zu einem Erfahrungsaustausch im Öko-Energieland im südlichen Burgenland in Österreich. Im Jahr 2010 haben sich dort 14 Gemeinden für das Projekt einer Klima- und Energiemodellregion zusammengetan
Und neben der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen im privaten, öffentlichen, gewerblichen Bereich steht hier auch die Produktion von erneuerbaren Energien mit Hilfe dezentraler Systeme im Vordergrund. Aktuell engagieren sich 17 Gemeinden in den Bezirken Güssing und Oberwart im Verein Öko-Energieland. In der österreichischen Modellregion spielen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien neben Biomasse und Photovoltaik auch Roh- und Reststoffe, gerade aus dem Bereich des Grünschnittes, eine maßgebliche Rolle. In einem eigenen Industriepark konnten bisher zahlreiche energie- und wärmeintensive Unternehmen mit 1500 Beschäftigten angesiedelt werden, so zum Beispiel zwei führende Parketthersteller. In der Stadt Güssing sind dazu ein Biomassekraftwerk, ein Forschungszentrum und ein 35 Kilometer langes Fernwärmenetz entstanden. Um das Bewusstsein der Bevölkerung für dezentrale Konzepte zur Energieversorgung zu stärken, ergriff der Verein, also dieser Verein der Gemeinden, auch Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen dieses Gebietes als Ökoenergietourismus. So werden auch dezentrale Energieanlagen und Sehenswürdigkeiten der Region wie der dortige Naturpark durch ein umfassendes Netzwerk von Radwegen verbunden. Besonders beeindruckt hat mich vor allem die Einigkeit der Gemeinden, die gemeinsam in der Region erzeugte Energie für die Bevölkerung und die Unternehmen zu günstigen Preisen nutzbar zu machen. Zwar ist das Konzept natürlich nicht 1:1 in dem Burgenlandkreis übertragbar, aber ich halte eine starke Koordinierung der Nutzungsmöglichkeiten der erneuerbaren Energien auch im Burgenlandkreis für notwendig und erstrebenswert. Und ich bin mir sicher, dass das Beispiel im österreichischen Bundesland im Burgenland für diesen Entwicklungsprozess im Burgenlandkreis auch angesichts des Strukturwandels bei der Braunkohle eine wichtige Initialzündung auslösen könnte. Von einem anderen Besuch möchte ich Ihnen kurz berichten, der bei uns stattfand, nämlich der Besuch des Landkreises Uckermark. Der Landkreis Uckermark war mit seinem Landrat und vielen Kreisräten bei uns vor wenigen Tagen zu Besuch. In Brandenburg steht mit der Verwaltungsstrukturreform 2019 eine umfassende Neuorganisation der öffentlichen Verwaltung an, die dort natürlich viele Fragen auslöst. Und im Ergebnis dieser Diskussion hatte der dortige Kreistag seinen Landrat beauftragt, Informationsmöglichkeiten für die Fraktionen zu organisieren. Und da der Burgenlandkreis offensichtlich in Sachen Kreisgebietsreform über die eine oder andere Erfahrung verfügt, fand kürzlich hier im Landratsamt auch ein Gedankenaustausch statt. Und dabei waren die Kreisrätinnen Christine Krössmann und Steffi Schikor und Kreisrat Arno Krause über ihre Erfahrungen mit der Kreisgebietsreform berichtet. Und ich glaube, das Treffen war nicht nur für die Uckermärker, sondern auch für uns von der Verwaltung, haben wir auch die Dezernenten teilgenommen, durchaus gewonnen. Ein anderes Thema ist der eingerichtete regionale Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik. Das ist ein neues Gremium, ein Instrument, das uns das Land Sachsen-Anhalt nicht vorschreibt, aber als Voraussetzung dafür nennt, um bestimmte arbeitsmarktbezogene Projekte umsetzen zu können. Zum Beispiel die Fortführung der Familienintegrationscoaches. In dem Bericht, ich werde es jetzt nicht vortragen, im Einzelnen wird ausführlich dargelegt, wie jetzt der Stand zu den Familienintegrationscoaches ist. Die Qualität der Leistungen aus europäischen Mitteln hat sich ja etwas verschlechtert. Trotzdem haben wir dieses Projekt wieder neu initiiert und diesmal zusammen zwischen Wirtschaftsamt und Jobcenter und die Coaches selber, Herr Fischer, sitzen bei Ihnen im Jobcenter und arbeiten auch eng mit den Mitarbeitern des Jobcenters zusammen. Die Erfolge, die sich bisher eingestellt haben, die sind ja auch in Zahlen dargelegt. Ich trage das jetzt nicht im Einzelnen vor. Ein anderes Projekt, mit dem sich dieser Arbeitskreis, regionaler Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik beschäftigt zurzeit, ist das Projekt Stabil. Das ist also ein Förderinstrument für, wie soll ich das jetzt formulieren, abgebrochene Jugendliche, also in ihrer Bildungsbiografie abgebrochene Jugendliche, die keinen Schulabschluss geschafft haben, auch keine Berufsausbildung antreten können oder wollen und die mit diesem Programm Stabil sozusagen noch im Vorfeld des Berufsvorbereitungsjahres, ja, unterhalb dieses Niveaus, dann wieder eingefangen werden soll. Das bisher über die BVU, das ist ein freier Träger, BVU GmbH realisierte Projekt Stabil endet am 30. Juni diesen Jahres und deshalb wurde die Fortsetzung des Projekts zunächst im Rahmen
dieser neuen Förderrichtlinien über einen Ideenwettbewerb durch diesen neuen Arbeitskreis Arbeitsmarkt bewertet und ein Träger zur Umsetzung des Projektes empfohlen. Der regionale Arbeitskreis wählte dazu am 28. April 2016 erneut die BVU aus, sodass im Anschluss sozusagen das Projekt nahtlos fortgesetzt werden kann, wenn der Fördermittelgeber, das bleibt das Land, dieser Empfehlung so folgt. Im Projekt Stabil bekommen dann rund 180 benachteiligte Jugendliche bis 25 Jahre, die keinen Berufsabschluss besitzen, arbeitslos sind und mit Förderangeboten nicht mehr erreicht werden können, die Möglichkeit, ihre Bildungsfähigkeit wieder zu verbessern, zu erhöhen. Das ist so ein bisschen in die Richtung, Herr Moser, das, worüber wir vorgeschlagen haben. Der Arbeitsmarkt im Burgenlandkreis im April 2016, das haben Sie sicherlich alle schon gelesen, hat sich gut entwickelt. Ich erspare mir die Einzelheiten. Arbeitslosenquote 9,8%. Wir liegen weiterhin unter dem Landesdurchschnitt. Und der Rückgang ist eben nicht nur auf den Rückgang im Bereich des Rechtskreises des SGB III, also der Agentur, zurückzuführen, sondern Herr Fischer, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben auch, glaube ich, ganz gute Zahlen hier vorgelegt, die aus dem Bereich des SGB II kommen. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen, nein, das ist vielleicht falsch formuliert, der Anteil der SGB II-Arbeitslosen, das nenne ich alles Langzeitarbeitslosen, betrug insgesamt von diesen 9,8% 7,6%. Das heißt, die kurzfristig arbeitslos werden, werden auch nahezu alle wieder in Arbeit vermittelt. Dann nochmal die Erinnerung an die Online-Bürgerumfrage zur Mobilität im Burgenlandkreis. Da steht dort einiges im Bericht drin, aber da ja Frau Kegel war Ihr Name, ja, Frau Kegel schon in diese Richtung fragte und ich darauf hinwies, will ich nur sagen, bisher haben über 300 Bürgerinnen und Bürger entsprechende Fragebogen abgegeben, seit gestern Abend und ich auch einer von denen, die sich dazu geäußert haben. Also machen Sie alle mit, aber ich muss Ihnen wirklich sagen, wir können nicht versprechen, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist ein Ding, das kann keiner leisten. Aus dem Bereich unseres Bauamtes sind natürlich die zwei großen Bauvorhaben für Sie von Interesse. Das eine ist die Erweiterung hier am Standort des Landratsamtes Schönburger Straße in Naumburg. Hier ist es ja so, dass eben die Platzkapazitäten für das Integrations- und Ausländeramt, aber auch für andere Ämter nicht ausreichen. Jugendamt, Platzmangel. Aus diesem Grund hatte ja der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2015 den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Verwaltungsstandortes Naumburg für das Integrations- und Ausländeramt gefasst und mit Hilfe einer Modulanlage, aber das sind keine Container, die so auf der Baustelle aussehen, soll zusätzlicher Büroraum für diesen Bereich geschaffen werden. Hierfür ist nunmehr die Ausschreibung erfolgt und 7 Anbieter haben die Angebote eingereicht, wovon 3 die Vorgaben erfüllten. Und mit diesen 3 Anbietern fanden kürzlich Verhandlungsgespräche statt, bei denen detaillierte Dinge vorgestellt wurden, angefangen bei der Außenfassade über die Kabelführung bis zur Ausstattung der Sanitärmodule und so weiter. Bis zum 13. Mai sollen die Anbieter nun auf der Grundlage dieser Verhandlungsgespräche überarbeitete Angebote vorlegen. Auch die aktualisierten Angebote zu diesen Mietpreisen für die Dauer von 10 und 15 Jahren, einschließlich der Angaben zum Restkaufwert, Rückbau, Kauf, Leasing der Module, werden dabei abverlangt. Parallel dazu wurden von den Fachämtern vorbereitende Leistungen erbracht. So fanden mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie der Feuerwehr Naumburg Begehungen zur Abklärung der Feuerwehrumfahrung statt. Es gab Gespräche mit dem AZV Naumburg zur Einleitung des Abwassers und wir haben bereits von der Stadt Naumburg eine positive Bauvoranfrage, also eine positive Entscheidung zur Bauvoranfrage erhalten. Dafür vielen Dank. Bei dem besagten Grundstück handelt es sich außerdem noch um eine Kampfmittelverdachtsfläche, sodass außerdem mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Gespräche geführt wurden und da entsprechende Dinge hinsichtlich der Baubegleitung festgelegt wurden. Ich kann allerdings Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Termin nennen, wann mit einer Fertigstellung gerechnet wird. Das hängt sehr davon ab, welchen Anbieter wir letztlich auswählen, welche Lieferfristen der dann hat. Derzeit, das möchte ich Ihnen aber noch etwas genauer erklären, beabsichtige ich, das Gebäude als Integrations- und Jugendberufsagentur zu nutzen. Damit ist gemeint, dass dort Mitarbeiter aller Behörden einziehen, die für Aufgaben der Integration von Geflüchteten und Migranten in die deutsche Gesellschaft, insbesondere natürlich in Arbeit und Ausbildung zuständig sind, also Integrations- und Ausländeramt,
Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt, Wirtschaftsamt, Amt für Bildung, also nicht das ganze Amt, sondern nur bezogen auf Mitarbeiter, die diesen Integrationsansatz haben. Und Gleiches soll aber auch für die Jugendberufsagentur gelten. Ich habe ja über das Thema hier schon berichtet und dass wir auch am Standort Weißenfels diese Überlegung haben. Wir können das aber dann auch am Standort Naumburg umsetzen. Sie soll vor allen Dingen junge Menschen unterstützen, die sozial benachteiligt und individuell beeinträchtigt sind und deshalb auch Schwierigkeiten haben, ihren schulischen oder beruflichen Werdegang erfolgreich zu absolvieren. Das ist keine Idee, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eine Idee, die auch im Koalitionsvertrag des Bundes festgezurrt wurde, von der Agentur oder der Bundesagentur für Arbeit präferiert wird und wo eben auch die Agentur für Arbeit eine große Rolle spielt. Was wir im Einzelnen damit machen wollen, welche Bedarfsfeststellungen, Hilfegewährung und so weiter, das können Sie im Bericht nachlesen. Ich trage Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen vor. Es geht aber letztlich darum, dass diese, wir nennen es immer verschiedene Rechtskreise, das SGB 8, also das Jugendamt, das SGB 2, das Jobcenter, das SGB 3, die Agentur für Arbeit, mindestens die und vielleicht noch weitere Partner aus einer Hand die Leistung gewähren, damit es für den Betroffenen keine Rolle spielt, aus welchem Topf und von welchen Mitarbeitern das Ganze kommt. Zum Bau des Jobcenter-Bürogebäudes in Weißenfels. Wir haben Ende 2015 das Grundstück erworben. Der Kreistag hatte am 21. September letzten Jahres ja eine Kaufpreisobergrenze beschlossen von maximal 520.000 Euro. Das Grundstück ist zu einem Kaufpreis von 273.000 Euro über den Tisch gegangen. Das liegt auch daran, dass der Herr Fischer hier hart verhandelt hat und damit auch einen doch günstigeren als befürchteten Preis erzielt. Bereits seit September 2015 erarbeitete dann das Bauamt und die zentrale Vergabestelle das Vergabeverfahren für die Planungsleistung. Ende Januar wurde der Beschaffungsantrag bei der Vergabestelle gestellt und Mitte Februar ist die Bekanntmachung der Vergabe der Planungsleistung veröffentlicht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die vorliegenden Angebote geprüft und gewertet und die Verhandlungsgespräche sind vom 23. Mai bis 2. Juni planmäßig vorgesehen. Welche Gesamtkosten und so weiter, gibt es ja keine neuen Zahlen. Wir wissen ja noch nicht, was dann, nachdem das ausgewählte Büro die Zahlen überprüft, rauskommt. Also wir reden nach wie vor von 12,2 Millionen Euro. Wir bekommen auch das Geld vom Land. Allerdings, Frau Renner hat mich darauf hingewiesen, in anderen Jahresscheiben und schon beginnend ab 2015, was uns natürlich dann das etwas, es ist kein Problem, aber doch ein finanzielles Thema, Verzinsungspflichten gegenüber dem Land einbringt. Je früher wir die Fördermittel erhalten, umso länger müssen wir diese Fördermittel auch verzinsen. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir die Fördermittel etwas später bekommen. Aber das ist nun mal so, es ist nur ein Problem, wenn die Zinssätze, die das Land ansetzt und die Zinssätze, die wir so alle bekommen, weit auseinander liegen und deshalb dann eben 60% für uns recht viel. Natürlich will ich Ihnen auch die aktuellen Informationen geben hinsichtlich der Flüchtlingszahl. Wir machen ja diese Asylgeschäftsstatistik in der Stabsstelle Sozialplanung im Landratsamt und erfassen dort die Anzahl der hier lebenden ausländischen Personen, die Entscheidung über die Asylanträge und Auswirkungen der aktuellen Situation auf den Bereich des SGB II, also des Jobcenters. Ende April 2016 lebten im Burgenlandkreis 1834 Asylbewerber, 354 Geduldete, 38 Bürgerkriegsflüchtlinge und 72 unbegleitete minderjährige Ausländer. Die Zahl der Asylbewerber hat sich damit im Vergleich zum letzten Monat erheblich verringert, steht hier, na gut, also es sind 100, glaube ich, weniger als im Vormonat. Aber natürlich sind außerdem auch die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, die drei Jugendherbergen, nicht seit Mitte April nicht mehr als zentrale Aufnahmestellen genutzt worden, sodass damit noch zusätzlich weniger Flüchtlinge im Burgenlandkreis sind. Im März 2016 hat der Burgenlandkreis 95 Personen aufgenommen, im April waren es nur noch 20. Darunter befinden sich erstmals 15 Flüchtlinge, die bereits mit einer positiven Anerkennung über ihren Asylantrag zugewiesen wurden. Das ist also dieses Heidelberger Modell, über das ich hier auch schon gesprochen habe, wo man versucht, diejenigen, die eine gute Bleibeperspektive haben, innerhalb von wenigen, man kann fast sagen Stunden oder Tagen, zu einer positiven Entscheidung zu bringen.
Und das ist jetzt angelaufen. 15 Flüchtlinge mit Anerkennung haben wir schon bekommen. Das ist kein Problem, aber eine Feststellung, die Flüchtlinge wechseln dann in Folgemonate Anerkennung in den leistungsrechtlichen Zuständigkeit des Jobcenters. Also unterliegen nicht mehr dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und da müssen wir eben jetzt neu justieren und deshalb eben auch diese Überlegung der Integrationsagentur, weil es für den einzelnen Flüchtling schon dann etwas schwieriger wird, wenn er dann von Pontius zu Pilatus läuft und dann nicht weiß, wofür er zuständig ist, zumal die, die jetzt kommen, ja ganz neu hier sind. Es ist also nicht so, dass die schon ein halbes Jahr in irgendeiner Erstaufnahmeeinrichtung sind, sondern die kommen an, werden entschieden und sind dann innerhalb von wenigen Tagen hier bei uns. Das macht natürlich den Betreuungsaufwand nicht gering. Am 4. Mai werden wir weitere 40 Flüchtlinge erhalten. Wir wissen aber jetzt noch nicht, sind das jetzt auch wieder die nach dem Heidelberger Modell bereits anerkannten oder sind das jetzt tatsächlich Asylbewerber, die uns zugewiesen werden. Im März wurde der Asylantrag von 92 Personen, also die hier auffällig waren, im Bogenlandkreis positiv beschieden und bei 13 Menschen wurde der Antrag von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. Anerkannte Asylberechtigte fallen da nicht mehr vollständig, ich erwähnte es schon, in die Verantwortung des Integrations- und Ausländeramtes, sondern gehören auch in den Verantwortungsbereich des Jobcenters. Seit November 2015 ist im Jobcenter ein Aufwärtstrend zu beobachten. Wir haben im November noch 236 Personen mit einem Aufenthaltstitel im Jobcenter betreut, im April waren es 364. Ende April 2016 befanden sich unter den SGB-II-Leistungsbeziehungen 944 Ausländer, wovon 364 aus Asylherkunftsländern stammen. Ich komme gerade von einer Beratung im Innenministerium mit unserem Innenminister und wir haben hinsichtlich des Übergangsmanagements unter den Landräten und Oberbürgermeistern gerade beraten. Also wie kriegen wir das in den Griff? Dass wir, wenn die Leistungen nicht mehr nach dem SGB II erbracht werden, nicht nur nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem SGB II erbracht werden, wie kriegen wir das trotzdem noch hin, diese soziale Integration durchzuführen? Wer ist dafür zuständig? Wer finanziert das Ganze? Das sind also noch einige Fragen offen. Das Land hat einen Entwurf eines Leitfadens für Aufnahmekommunen zur Unterbringung vorgelegt. Da steht sehr viel Richtiges drin. Aber natürlich hinsichtlich der Frage, was machen wir jetzt mit dem Personal, wie finanzieren wir das Personal, da sind noch so große X-Zeichen, die also noch vom Land geregelt und geklärt werden müssen. Klar ist, dass wir Kommunen fordern, da ja die SGB-II-Leistung hinsichtlich der Integration sich nur auf die Integration in Arbeit beziehen, dass alles das, was außerhalb der Leistung des SGB II steht und damit ja nicht vom Jobcenter und durch Bundesmittel erbracht wird, dass das Land uns diese Kosten dann auch erstatten muss. Und da ist im Moment der Ansatz, dass man eben einen bestimmten Schlüssel festlegen wird vom Land, für wie viele anerkannte Flüchtlinge dann eben ein Sozialpädagoge oder ein Sozialbetreuer finanziert wird. Wir werden sehen. Dann haben wir heute mit dem Innenminister nochmal über die Frage der arbeitsmarktlichen Vorrangprüfung gesprochen, also bedarf es der Zustimmung, der gesonderten Zustimmung der Agentur für Arbeit hinsichtlich der Aufnahme von Arbeit. Das ist im Moment nach wie vor so, allerdings will die Agentur diese Aufgaben etwas straffen. Es soll jetzt nur noch die zentrale Stelle in Duisburg die Entscheidung treffen, ohne Rückkopplung nochmal mit der Agentur für Arbeit vor Ort, dann soll es schneller gehen. Ich glaube allerdings nicht, dass es an der Agentur der Arbeit vor Ort in Weißenfels liegt, dass es so lange gedauert hat, sondern mit denen hatten wir uns eigentlich schon immer vorgesprochen, bevor wir überhaupt den Antrag gestellt haben. Ich glaube eher, dass es an der zentralen Stelle lag, aber wir werden sehen, ob dieses Thema jetzt schneller vom Tisch ist. Von den Asylbewerber- und Flüchtlingsthemen zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Gelände der SVG GmbH, SVG GmbH in Naundorf, also diesem ehemaligen Müll, Abfallsortierungsanlage und Behandlungsanlage, mit der wir uns ja nun schon seit Monaten und Jahren herumschlagen. Da habe ich Gutes zu berichten. Am 26. April wurde vor dem Verwaltungsgericht Halle die Klage des Rechtsanwaltes
Feigl, das ist der Insolvenzverwalter der SVG gegen den Burgenlandkreis, verhandelt. Gegenstand war die erstinstanzliche gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit unserer abfallrechtlichen Anordnung vom 19.08.2014 auf Vorlage der Registerauszüge gegenüber dem Insolvenzverwalter der SVG. Das Verwaltungsgericht hat die Klage des Insolvenzverwalters vollumfänglich abgewiesen und die Rechtsauffassung des Burgenlandkreises uneingeschränkt bestätigt. Ich möchte dafür auch nochmal herzlich Dank sagen an Frau Dr. Körner vom Umweltamt und an Dieter Engelhardt, die sich da sehr engagiert haben. Ich freue mich, dass das so ausgegangen ist. In der mündlichen Urteilsbegründung führte das Verwaltungsgericht Halle aus, dass die abfallrechtliche Anordnung des Burgenlandkreises rechtmäßig ist, da dieser Rechtsanwalt Feige als Insolvenzverwalter sowohl als Abfallbesitzer als auch Betreiber der Anlage anzusehen ist. Das Verwaltungsgericht ist wie wir davon überzeugt, dass Container mit Asbestabfällen auf dem Grundstück der SVG von Rechtsanwalt Feige tatsächlich versteigert worden sind. Und das ergibt sich einerseits aus den Unterlagen, die wir haben, aber auch aus einer Zeugenaussage eines Abfallentsorgungsunternehmers. Sollte das Urteil rechtskräftig werden und damit auch die gerichtliche Feststellung der Betreiberstellung des Rechtsanwalts als Insolvenzverwalter, kann der Burgenlandkreis weitere Anordnungen durchsetzen, so etwa eine Nachsorgeanordnung auf Entsorgung aller auf dem Anlagegelände der SVG gelagerten Abfälle und weitere Kostenfestsetzungs- und Zwangsgeldbescheide. Es gibt da noch weitere Informationen zu diesem Thema, da hat es nochmal gebrannt und außerdem haben wir noch weitere Anlieferer von Abfällen ermittelt. Das spare ich mir jetzt mündlich, es steht alles im Hinterricht. Ein anderes Thema aus dem Umweltamt, das im Moment die Gemüter erhitzt, ist die Abwasserproblematik im Gewerbegebiet Drostdorf. Zu dieser Abwasserproblematik, die den Abwasserzweckverband Weiße Elster Hasselbach-Tierbach betrifft, kann ich Folgendes berichten. Im Rahmen einer behördlichen Überwachung des Abwassers aus dem Ablauf der kommunalen Kläranlage Rippichar wurden Ende März 2016 zu hohe Abwasserschmutzfrachten aus dem Gewerbegebiet Drostdorf und damit schwerwiegende Überschreitung von Überwachungswerten beim Abwasser festgestellt. Nach Aufforderung des Umweltamtes ließ der AZV, ich nenne den jetzt nicht immer, ja, also der AZV Weiße Elster Hasselbach-Tierbach, der AZV seit Anfang April dies im Gewerbegebiet in Drostdorf anfällenden Abwassermengen in Tankwagen abpumpen und abfahren, abtransportieren zu einer Kläranlage der Stadt Zeitz. Mit entsprechenden Unkosten verbunden natürlich. Am 20.04. erörterten der erste Beigeordnete und die Amtsleiterin des Umweltamtes und der Wirtschaftsamtsleiter mit Vertretern des AZV sowie dem Geschäftsführer der Bakel Bakery GmbH, das ist einer der Abfallproduzenten, Möglichkeiten der Untersorgung des der Lösung des Abwasserproblems. Im Ergebnis dieser Beratung kam es zur Wiederaufnahme des Betriebes einer im Gewerbegebiet vorhandenen Vorbehandlungsanlage zur Regulierung des pH-Wertes im Abwasser des gesamten Gewerbegebietes durch die Bakel Bakery und zeitgleich wurde die mobile Tankwagenentsorgung durch den AZV wieder eingestellt. Nach Auskunft des AZV vom 29.04. haben sich seit Ende April die Abwassermengen und die Schmutzfracht des Abwassers aus dem Gewerbegebiet Drostdorf deutlich reduziert. Die Kläranlage Rippichar arbeitet seit dem 19.04. wieder ordnungsgemäß. Sowohl der Kläranlagebetrieb als auch der Betrieb der Vorbehandlungsanlage werden vom AZV intensiv überwacht. Der AZV hat angekündigt, bei sich abweichenden Betriebsproblemen unverzüglich die mobile Entsorgung zur Abwassermengen aus dem Gewerbegebiet wieder aufzunehmen. Meine Damen und Herren, aus dem Bereich des Jugendamtes und des Personalamtes erreichen uns Meldungen über zusätzlichen Stellenbedarf im Sachgebiet wirtschaftliche Jugendhilfen. Ich habe in dem Bericht dargestellt, dass und warum im Bereich Elterngeld und wirtschaftliche Jugendhilfe wir das Personal um 1,6 Stellen aufstocken müssen. Das ist sehr, für mich aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar und ich habe diesem Antrag des Jugendamtes zugestimmt, nachdem das Personalamt und der Organisationsbereich dieses bestätigt haben. Es bezieht sich einmal auf den Bereich des Elterngeldes und die Neuregelung im Bereich des Elterngeldes ab Juni 2015.
die zusätzliche Beratung von Eltern über die Inanspruchnahme von Elternteil, die Registrierung, die Eingabe der Daten im BDV-Programm, die Prüfung, die Bescheiderstellung und die vorläufigen Bescheide bis zur endgültigen Festsetzung. Und im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe geht es um die unter anderem um die deutliche Zunahme der Verwandtenpflege, also den Umstand, dass zunehmend Angehörige, vor allem die Großeltern, erkennen, wenn sie sich eben als Pflegeeltern registrieren oder anerkennen lassen, dass sie dann eben auch entsprechendes Pflegegeld kassieren können. Insgesamt beim Personal, das wissen wir, sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst abgeschlossen worden, oder es ist zumindest ein Ergebnis erzielt worden. Es wird für das Jahr 2016 rückwirkend zum 1. März 2,4% mehr Gehalt und zum 1.2.2017 nochmal 2,35% mehr Gehalt geben. Wir haben aber ja wie jedes Jahr einen gewissen Steigerungsfaktor eingerechnet, sodass der Burgenlandkreis mit diesem Tarifabschluss keine Änderung des Haushaltes benötigt und wir keine Erhöhung der Haushaltsansätze in den Personalkosten brauchen. Das wird Sie bestimmt interessieren. Mit den Fraktionsvorsitzenden ist darüber bereits diskutiert und gesprochen worden. Es geht um die Nachfolge für den Vorstandsvorsitzenden der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt-Süd. Der Vorstandsvorsitzende Gundra Mock scheidet planmäßig zum 31. Dezember 2016 altersbedingt aus. Der neue Vorstandsvorsitzende wird dann also am 1. Januar 2017 die Arbeit aufnehmen müssen und soll bereits am 1. September 2016 mit der Einarbeitung beginnen. Daher ist auch zeitnah über die Nachbesetzung zu entscheiden. Ich möchte dem Verwaltungsrat vorschlagen, als Nachfolger von Herrn Mock den derzeitigen Bürgermeister der Stadt Zeitz, Henrik Otto, zu bestellen. Herr Otto hat sich auf meine Bitte hin bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen, nachdem zum 31.08.2016 seine Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Zeitz enden wird. Herr Otto verfügt aus meiner Sicht über umfangreiche Verwaltungserfahrung als Verwaltungsamtsleiter und Bürgermeister. Und ich glaube, alle, die ihn kennen, wissen, dass seine Leistung in der Stadt Zeitz parteiübergreifend geachtet und anerkannt. Meine Damen und Herren, Informationen zum Ausbau des Breitbandnetzes zu Burgenland. Auch hier beschränke ich mich auf wenige Sätze. Dieter Engelhardt und Dieter Stier waren in Berlin und haben einen Bescheid über 9 Millionen Euro vom Bundesminister Dobrindt entgegengenommen. Das ist der Anteil sozusagen des Bundes. Wir brauchen aber insgesamt 25 Millionen Euro, einschließlich unserer eigenen 10%. Das heißt, wir benötigen insbesondere jetzt noch Geld, EU-Mittel, die das Land ausreichen. Und da ist eben das Verfahren ein anderes. Der Bund gibt erst den Bewilligungsbescheid und dann schreiben wir aus. Beim Land läuft es umgekehrt. Wir schreiben erst aus. Nachdem der Bund uns jetzt die Mittel bewilligt hat, schreiben wir jetzt aus. Und im Ergebnis der Ausschreibung wird es dann einen Bewilligungsbescheid geben, hoffentlich dann auch in der Höhe, die dann das Ausschreibungsergebnis ergibt. Der Verfahrensstand ist jetzt der, eine Ausschreibungsfrist von 3 Monaten. Wir stehen also kurz vor der Ausschreibung. Die Auswertung der Angebote dann voraussichtlich bis September, Oktober. Und dann gehen wir davon aus, dass die Anträge auf Förderung beim Land noch im 4. Quartal 2016 gestellt werden könnten, dass es dann auch nicht bald losgeht. In der letzten Kreistagssitzung, meine Damen und Herren, haben wir uns mit dem Rettungsdienstbereichsbeirat bzw. mit der Satzung über den Rettungsdienst beschäftigt. Und wir haben in den letzten Monaten, hatte ich ja davon berichtet, dass die Hilfsfristerfüllung im Rettungsdienst speziell bei den Rettungstransportwagen nicht eingehalten werden und dass wir ein neues Gutachten dazu in Auftrag gegeben haben. Der Entwurf dieses Gutachtens liegt jetzt vor und soll dem Rettungsdienstbereichsbeirat am 4. Mai 2016 vorgestellt werden durch die beauftragte Firma, die heißt Vorplan. Wir wollen dann dort die Ergebnisse beraten und in die kreislichen Gremien einbringen, also in der Beratungsfolgeverordnung, Innenausschuss, Kreisausschuss, Kreistag und dann eine Satzungsänderung über die Rettungsmittelvorhaltung vorlegen, die dann zum 01.01.2017
angestrebt wird. Ich kann schon jetzt sagen, weil ich den Entwurf erhalten habe zur Kenntnis, dass dort erhebliche weitere Vorhaltungen vorgeschlagen werden, die sich nahezu ausschließlich darauf begründen, dass die Fallzahlen in den letzten Jahren jedes Jahr deutlich angestiegen sind. Sodass wir nicht nur im Bereich Zeit, der Rettungswache Zeit, sondern von mehreren Standorten entsprechende Erhöhungen vorschlagen. Und ich hoffe, dass der Rettungsdienstbereichsbeirat dann diesem Vorschlag auch seine Zustimmung gibt. Dort sitzt ja auch die Krankenkasse mit drin, die das Ganze finanziert. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 16. März 2016, dass ich in der heutigen Kreistagssitzung über den Punkt berichte, Aufhebung bzw. Änderung der Verordnung über die Entsorgung pflanzlicher Gartenabfälle durch Verbrennen im Burgenlandkreis und die Auswirkungen auf die Abfallwirkung im Burgenlandkreis. Und dem komme ich mit den nachfolgenden Ausführungen nach. Meine Damen und Herren, mich hat, also für mich hat diese Befragung zumindest gezeigt, dass auch vermeintlich einfache Dinge mitunter etwas kompliziert sind oder komplizierter sind, als man denkt. Ich möchte Ihnen da nochmal meine Überlegung zur Befragung erläutern, denn die intensive Diskussion im Vorfeld und die späteren Reaktionen zeigen, dass ein breites Spektrum an Meinungen vorhanden ist und sich die Einwohner sehr intensiv, glaube ich, auch mit dem Thema beschäftigen. Eine Verwirrung oder Täuschung der Einwohnerinnen und Einwohner, wie mancher behauptete, lag mir allerdings völlig fern. Und dass es einige so empfunden haben, das bedauere ich sehr, denn mit der Befragung sollte eigentlich das Gegenteil erreicht werden, nämlich dass die Einwohner zu einer Frage gehört werden, die sie betrifft, die sie interessiert, so sehr sie was zu sagen haben. Und die Meinung der Einwohner war mir deshalb, und nicht nur mir, sondern auch dem Verwaltungsrat der Abfallwirtschaft, wichtig. Die Frage nach der Erweiterung des Serviceangebotes der Abfallwirtschaft sollte den Zusammenhang zwischen einem bundesgesetzlich geregelten generellen Verbrennungsverbot und der Schaffung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten für Ast- und Grünschnitt deutlich machen. Schließlich kann es eine Reduzierung der Ausnahmegenehmigung vom Verbrennungsverbot nur dann geben, wenn alternative Entsorgungsmöglichkeiten ausreichend vorhanden sind. Die Gartenbesitzer müssen ihre pflanzlichen Abfälle schließlich irgendwie loswerden. Die zugegeben nicht ganz einfache Fragestellung wurde eben aus diesem Grund intensiv mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Dort ist auch ausführlich erläutert worden, welche Hintergründe die Befragung hat. So wurden die Einwohner durch die kostenlose Umweltinformation der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd, die jeder Haushalt außerhalb der Werbung im Briefkasten hatte, informiert und dort stand unter anderem geschrieben, das möchte ich nur noch mal zitieren. Diese Frage, die zur Abstimmung stand, beschäftigt sich vorrangig mit der Erweiterung des Serviceangebotes und damit der Entsorgung und der Verwertung von Grün- und Astschnitt. Gleichzeitig ist ersichtlich, dass ein Bekenntnis zu dieser Serviceerweiterung auch ein Verbrennungsverbot im Landkreis nach sich ziehen würde. Mit der Schaffung zusätzlicher Angebote zur Entsorgung von Grün- und Astschnitt würden Gartenabfälle künftig im gesamten Burgenlandkreis nicht mehr verbrannt, sondern einer sach- und fachgerechten Verwertung zugeführt. Folglich gilt dann ein flächendeckendes Verbrennungsverbot. Wer wiederum ein Nein auf dem Stimmzettel ankreuzt, distanziert sich vom möglichen Verbrennungsverbot. Darüber Ende des Zitats. Darüber hinaus berichteten auch die Mitteldeutsche Zeitung, das Nürnberger Tageblatt, regelmäßig über die Abstimmung zu dem Grün- und Astschnitt und deren Hintergründe. Das gleiche gilt für die Anzeigenblätter. Ebenso hatten der Burgenlandkreis und die Abfallwirtschaft auf den Internetseiten und in den sozialen Netzwerken die Fragestellung erläutert und die Antworten auf eingegangene Fragen gegeben. Öffentlich. Schließlich wurde in allen Einwohnermeldeämtern für eine vorzeitige Stimmabgabe außerhalb des Wahllokals am Wahlsonntag und in allen Wahllokalen eine erläuterte Information ausgehangen, die unter anderem eben ganz zu Beginn den eben vorgetragenen Text umfasste. Gleichwohl. Nach der Abstimmung gab es kontroverse Debatten und die Reaktion einiger Einwohner haben mir gezeigt, dass viele die Frage nicht für eindeutig hielten. Deshalb werde ich, das will ich nochmal hier betonen, das Abstimmungsergebnis nicht als Legitimation der Befragten für ein Verbrennungsverbot nutzen, wohl aber dafür, dass die Ausweitung der Angebote zur Entsorgung von Ast- und Grünschnitt durch die Abfallwirtschaft zwingende Voraussetzung dafür sind, die Ausnahmen vom Verbrennungsverbot deutlich einzuschränken.
In der Sitzung des Verwaltungsrates der Abfallwirtschaft am 4. April sind die Verwaltungsratsmitglieder dieser Position auch einstimmig gefunden. Bevor die Verbrennungsverordnung im Burgenlandkreis geändert werden kann, müssen die Entsorgungsmöglichkeiten für Ast und Grünschnitt verbessert werden. Deshalb wurde der Vorstand der Abfallwirtschaft beauftragt, in der nächsten Sitzung Vorschläge zur Verbesserung der Entsorgungssituation zu unterbreiten. Insbesondere sollen die Annahmeplätze für Grün- und Astschnitt- und Gartenabfälle erweitert werden. Zudem muss es bürgerfreundliche Öffnungszeiten geben. Die Möglichkeit einer Abholung des Abfalls vom Grundstück wird geprüft. Bis 2018 kann eine solche Serviceerweiterung ohne Gebührenerhöhung finanziert werden. Sie ist, also die Serviceerweiterung, nicht die Gebührenerhöhung, ist bereits Teil der Gebührenkalkulation für einen Zeitraum von 2016 bis einschließlich 2018. Wie sich die Kosten ab 2019 entwickeln, hängt im Wesentlichen vom Abfallaufkommen, der Entwicklung des Aufwandes für die Abfallverwertung und der Entwicklung des Wertstoffpreises am Markt ab. Natürlich wird auch das Abfallverhalten der Einwohner eine Rolle spielen. Nach Einführung eines funktionierenden Systems der Grün- und Astschnittentsorgung, das flächendeckend wirkt, habe ich vor, die Ausnahmen vom Verbrennungsverbot deutlich zu reduzieren. Dabei werde ich allerdings generelle Regelungen für Rebschnitt außerhalb geschlossener Ortschaften ins Auge fassen. Zudem bedarf es auch einer Lösung für die Kleingärten. Angesichts des Umstandes, dass das Umweltministerium nunmehr in Sachsen-Anhalt von einer Ministerin von Bündnis 90 Die Grünen geführt wird, sollten wir allerdings nicht allzu lange zögern, ein solches System zu etablieren. Es bedarf schließlich nur einer Änderung der Rechtsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt, um die Zuständigkeiten der Landräte aufzuheben und das bundesgesetzlich bestehende grundsätzliche Verbrennungsverbot durchzusetzen. Auf diesen Fall sollten wir uns einstellen und gerüstet sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Landrat, für diesen heute äußerst umfangreichen Bericht. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6, Anfragen an den Bericht des Landrates. Gibt es solche? Wir haben zwei Fragen bezüglich der Sozialbetreuung. Sie deuteten an, wir wollen etliche bei unseren Asylanten und Flüchtlingen einsetzen. Angesichts dessen, was Sie selber andeuteten, in Bezug auf Langzeitarbeitslose und familiäre Verhältnisse, siehe das Kind, was Sie an der Bushaltestelle angesprochen haben, wäre es nicht nachhaltiger, wenn wir alles, was wir an Sozialbetreuung haben oder aufbieten können, in die Betreuung der sozialen Unterschicht oder prekäre, heißt das vielleicht im Amtsdeutsch, hineinstecken. Ich beobachte selber seit 20 Jahren als Vermieter, wie da generationsschubweise die Dauerarbeitslosen und die nicht ausbildungsfähigen heranwachsen. Und später, alle Betreuung später, beschränkt sich eigentlich auf die Verwaltung des Gammelns dieser Menschen und des Verfalls der Beobachter. Und die Flüchtlinge, die sollen ja in kurzer Zeit, wenn Syrien wieder befriedet ist, dort zurück und werden dort gebraucht, um das Land wieder aufzubauen. Also wir müssen die nicht unbedingt hier betreuen und bilden. Das Zweite ist, wenn Sie sich entsinnen, ich hatte vor gutem Jahr mal nach meldepflichtigen Krankheiten gefragt, weil Sie vorhin sagten, wir haben überdurchschnittlich hohe Kosten bezüglich der medizinischen Behandlung unserer Asylanten und Kriegsflüchtlinge. Meine Frage dazu, die werden Sie sich jetzt nicht beantworten können, dass Sie im nächsten Bericht sagen, gibt es meldepflichtige ansteckende Krankheiten im Landkreis? Wie viele und wie wird mit den entsprechenden Kranken in Bezug auf Schutz unserer Bevölkerung umgegangen? Danke. Vielen Dank, Herr Landrat, bitte. Also zum Stand der meldepflichtigen Krankheiten ist mir nichts Neues bekannt. Ich würde mich dann nur noch mal melden, wenn ich da bei der Nachfrage sich noch was anderes erlebe. Melde ich mich nicht noch mal, ist das dazu. Die Frage der Krankheitskosten hing nicht mit den meldepflichtigen Krankheiten, sondern mit unserer Organisation und Struktur des Systems zusammen. Das hängt damit zusammen. Da sind wir auch dran. Ansonsten Ihr Ansatz, also jetzt nicht
wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihren Ansatz, nicht auf einzelne Zielgruppen, hier speziell die Flüchtlinge, das zu beziehen, ist ja der Ansatz, den ich mit der Integrations- und Jugendberufsagentur vorschlage, weil es da ja eben nicht nur um Flüchtlinge, sondern um sozial benachteiligte junge Leute geht, egal ob die jetzt Deutsche oder Ausländer sind. Und um die Zusammenarbeit der verschiedenen Rechtskreise, um diese Misere zu beseitigen. Allerdings, und da teile ich Ihre Auffassung eben überhaupt nicht, bin ich nicht der Auffassung, dass Flüchtlinge nicht betreut und gebildet werden müssen, weil natürlich die Frage, egal ob sie dann bleiben oder wieder in ihre Heimat gehen, die Frage des Bildungsniveaus, und das sagen alle Fachleute, über das Wohl und Wehe einer Gesellschaft entscheidet, sowohl unserer als auch natürlich der anderen ausländischen Gesellschaften. Und deshalb ist hier schon ein erhöhter Aufwand, eine zusätzliche Stufe notwendig, nämlich umfangreiche Deutschkenntnisse erstmal zu vermitteln. Das unterscheidet diese Personengruppe auch von den allermeisten unserer sozial problematischen Personengruppen, weil also wirklich Analphabeten haben wir auch, aber in deutlich geringerem Maße, als das in dem Bereich der Flüchtlinge ist. Vielen Dank. Weitere Nachfragen zu dem Bericht des Landrates sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 6 und rufe auf eine 20-minütige Pause.